Hallo. Ich wollte mal so einen neuen Anfang machen, ne? Weil die ist ein neues Jahr und die ganze Scheiße und so. Also ich würde mal sagen, ich habe es jetzt hinter mir. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch ist. Neues Jahr, also Silvester feiern und so. Ach, ich habe es nie so richtig verstanden oder beziehungsweise verbinde ich eigentlich eher so Theatralik und eher so Negativität mit diesem Tag. Weil an diesem Tag ist meine Familie immer so, also wir haben so gefeiert ins neue Jahr rein und es war immer sehr, sehr dramatisch und man hat immer geweint und man war immer froh, dass das alte Jahr vorbei ist und hofft aber auch gleichzeitig, also nicht jetzt froh und also als positive Sache, sondern man war froh, dass das alte Jahr vorbei ist und hofft aber, dass das neue Jahr nicht so schlimm wird. Also auch was Negatives praktisch. Und dann ist ja noch ein Jahr vorbei und ach du Liebe, wie die Zeit vergeht und so weiter und so fort. Also war eigentlich eher negativ. Deswegen möchte ich eigentlich davon nichts wissen. Und ich verstehe es irgendwie auch nicht so richtig und mich nervt es auch, dieses ganze Neujahrsgetue und so, frohes Neues, da muss man jedem frohes Neues wünschen. Mein lieber Herr Gesangsverein, frohes Neues, das ist ich weiß nicht, ob ich das jedes Jahr erzähle dann, Neujahr, ob ich die gleiche Leier immer wieder erzähle, ich weiß nicht, aber es sind auch viele neue zugekommen und deswegen erzähle ich es nochmal. Also im schlimmsten Fall nochmal, vielleicht habe ich es ja noch gar nicht erzählt. Aber dieses automatische frohes Neues sagen. Auch gar nicht so, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, sondern frohes neues. Alle, denen man so begegnet, allen, denen man begegnet, sagt man so, frohes neues. So einfach so automatisch. Und das mag ich auch schon nicht. Und ich denke dann immer, dann kann man sich das eigentlich auch sparen. Also auch dieses herzliches Beileid wünschen, so finde ich genauso. Ich weiß nicht, es mag ja, ich will ja auch nicht mal alles pauschalisieren, es mag ja Leute geben, denen das was gibt. Aber ich habe noch nie mal herzliches Beileid gewünscht. Ich denke immer, wenn man das wünschen möchte, so wenn man Anteilnahme zeigen möchte, dann kann man es auch anders zeigen und man nicht in solchen Phrasen, die man einfach immer sagt, weil wann kann man denn unterscheiden, ob sich jemand ernst meint, wenn alle nur herzliches Beileid wünschen? Meine Mutter hat mal gesagt, dass ihr Vater den Leuten einfach extra fest die Hand gedrückt hat. Gut, das kommt natürlich jetzt in diesem Comedy-Podcast ein bisschen falsch rüber. Also man sieht dann die Menschen, die so trauern und dann kommt der Mensch, der Beileid wünschen möchte oder Anteilnahme zeigen will und drückt die Hand so richtig fest und die Augen quälen so raus und so. Und dann hängen die so raus, so cartoonmäßig und machen da von mir so ein Boing-Boing-Geräusch. Kann ja sein. So stellt man sich jetzt im Comedy-Podcast vor. Aber einfach nur ein bisschen bewusster die Hand schütteln, so vielleicht. Und das fand ich eine ganz gute Art und Weise. Und das hat mich so bekräftigt darin, dass es auch nicht unbedingt immer sein muss. Und wenn das andere Leute erwarten, mein Gott, dann kann ich denen das halt nicht bieten. Fertig. So, wenn andere Leute auch frohes Neues unbedingt erwarten, dann kann ich denen das halt nicht bieten. Ich kann den Leuten nicht mal alles bieten. Naja, frohes Neues übrigens, ne? Ich mach mal so. Ne, auf den Türrahmen geklopft, ich sag mal Tschüss so, aber erstmal sage ich natürlich Hallo, ne? Hallo, frohes neues Jahr, Hallo neues Jahr und so, blablabla. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ah ne, wir hatten ja uns ja nach Weihnachten schon gehört, na, das ist ja eine Peinlichkeit. Ne? Dann wünsche ich euch, also, zwischen den Jahren, ich finde zwischen den Jahren ist ja auch immer so eine, das finde ich schon irgendwie, zwischen den Jahren mag ich auch nicht als Begriff, das ist auch so ein ganz komischer, abgenudelter Begriff und finde ich auch also falsch, weil es ist ja nicht zwischen den Jahren, es ist ja immer noch das alte Jahr. Zwischen den Jahren wäre ja eigentlich, ja, gibt es das zwischen den Jahren? Nee, eigentlich nicht, ne? 23 und 59 und 0 Uhr, da ist ja noch bis zur letzten Sekunde 59 das alte Jahr und ab der ersten Sekunde 0 das nächstes Jahr. Es gibt ja eigentlich gar keinen zwischen den Jahren. Außer vielleicht diesen kleinen, es gibt einen zwischen den Jahren. Und zwar die Sekunde 59 zu 0.
Nee, auch nicht. Auch nicht. Weil die neuen, selbst in der letzten Milliardsten Sekunde, 59, ist es ja noch das letzte Jahr. Aber ich fühle mich jetzt wahnsinnig schlau, dass ich das herausgekriegt habe. Alle anderen sagen aber zwischen den Jahren, der Plückebaum nimmt das jetzt mal so auseinander. Der sagt, der zeigt den Menschen erstmal so, dass das gar nicht geht, dass es das da Quatsch ist. Ich fühle mich jetzt wieder wie der schleuste Mensch auf der ganzen Welt. Ja? Naja. Ja, aber zwischen den Jahren, wenn ich das mal strapazieren darf, es wölben sich meine Fußnägel nach oben. Aber trotzdem sage ich es, weil es irgendwie auch dann wisst ihr, was ich meine. Ich könnte auch sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr. So, sagen wir mal so. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Guck mal, haben wir gleich einen Ersatz gefunden. Die deutsche Sprache, ne, die nimmt uns ja alles Mögliche. Die verbietet uns ja alles Mögliche. Ne? Aber doch, es gibt da noch Schleichwege. Doch, es gibt da noch Neuerschaffungen. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist ein ganz neuer Begriff, ne? Ein ganz neuer Begriff, den der Plückebaum da erschaffen hat, praktisch. Ne? Naja, lass den Plückebaum mal in seinem Glauben, ne? In seinem Irrglauben. Ne? Was soll ich sagen? Genau. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, die finde ich allerdings immer, ich bin immer beeindruckt, was da so eine, ja, so ein, da liegt doch so ein Zauber drauf, finde ich, auf den Tagen. Also jetzt nicht, also jetzt für mich. Ja, es gibt ja Leute, die arbeiten müssen, für die es wahrscheinlich ganz normal ist. Also die meisten Menschen arbeiten da in dem Zeitraum. Aber für mich jetzt, ich musste nie arbeiten. Doch in der Bäckereizeit, da habe ich gearbeitet zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber trotzdem ist es, nee, warte mal, da muss man das, da kann ich das pauschalisieren. Also ich habe ja schon gearbeitet zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren. Und es war trotzdem irgendwie so eine Magie da. Also für mich. Ich pauschalisiere das jetzt mal für mich, auf alle, für mich praktisch nur, in Anführungsstrichen, in Klammern geschrieben. Es ist doch irgendwie so ein ganz, ganz komischer Zauber, der in diesen Tagen so auf diesen Tagen liegt. Man fühlt sich schon so ein bisschen, das ist so ganz fern von allem irgendwie. Das ist ganz, ganz besondere Tage, finde ich. Und da habe ich auch, das ist das einzige Mal, die einzige Zeit, wo ich wirklich nicht kreativ irgendwie denke oder so, wo ich nicht diese kreativen Ideen habe, wo ich auch nicht so ausspinnen kann oder so auf irgendwas rumdenke, da habe ich habe da wirklich auf dem Sofa gesessen, Fernseher geguckt, also Netflix geguckt, die neue, ich habe eine Serie entdeckt, The Umbrella Academy. Finde ich ganz nett, ist das wahrscheinlich die krasseste Serie oder so. Aber die fand ich ganz unterhaltsam und ich konnte sie auch, ich habe auch die ganze erste Staffel durchgeguckt, obwohl die Folgen immer nur, also immer eine Stunde dauern, habe ich es trotzdem geschafft, die erste Staffel durchzugucken. Ich habe es bis zur zweiten Folge der zweiten Staffel geschafft. Und das war ganz schön. Und einfach mal auf dem Sofa sitzen. Ab und zu mal in so eine Nebenstätte gefahren oder spazieren gefahren. Also gefahren, um spazieren zu gehen. Das war ganz schön, aber auch sehr, sehr viel halt auf dem Sessel gesessen. Ich habe einen Sessel, ich habe ja nicht so, ein Sofa haben wir auch, aber einen Sessel. Ich sitze auf dem Sessel mit so drei, mit so vier Schafsfellen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gemütlich. Und da habe ich gesessen und wirklich sehr entspannen können. Ein Zauber liegt auf diesen Tagen, zwischen den Jahren. So kann man ja, so ist ein Spruch, das ist ein Spruch, den ich jetzt kreiert habe praktisch. Könnt ihr gerne weitersagen, ist ein Zitat von mir. Und ansonsten, was habe ich sonst gemacht? Ich habe, ja, nichts gemacht. Ja, nichts gemacht. Ich habe meine Autogrammkarten. Doch, ich habe ab und zu mal abends für so eine halbe Stunde oder so ein bisschen meine Autogrammkarten vorbereitet. Die werde ich diese Woche in Druck geben und dann geht es, dann knallt es ordentlich durch. Da knallt es ordentlich, da kann jeder eine Autogrammkarte haben. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist die beste Zeit, eine Autogrammkarte zu haben, weil solange ich noch so wenig ZuschauerInnen habe, ist es einfach nur wahnsinnig überdreht und quatschig und absurd, dass ich eine Autogrammkarte habe. Und weil, wenn ich dann irgendwann später mehr ZuschauerInnen habe, dann wird es peinlich. Dann kann ich halt keine Autogrammkarte mehr haben. Kann ich dann erst, wenn ich dann wirklich so 30.000 ZuschauerInnen pro Stream habe oder so, keine Ahnung. Was ich. Aber jetzt ist der gute Zeitpunkt, wo wirklich so ganz, ganz wenig los ist noch, Autogrammkarten rauszubringen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Autogrammkarten. Ich finde es sehr quatschig.
Ja, was ist sonst noch passiert? Weiße Socken. Ach Leute, ich bin im weißen Socken-Game drin. Ne? Ich hab's mir, ihr wisst ja meine Rant weiße Schuhe, Sneaker, weiße Sneaker. Und ihr wisst ja, wie ich das albern finde und wie ich das auch verachte teilweise, wenn Leute in so einer gewissen Kombination so weiße Sneakers tragen. Und ich bin dann ja, das habe ich glaube ich im Stream erzählt, nicht im Podcast, ich fand ein paar Chucks so schön und so eierfarbene Chucks. Mein Schwager trägt die. Und ich fand die immer so schön, gerade wenn die halt nicht mehr so sauber sind und so ein bisschen abgewetzt aussehen oder so ein bisschen schmutzig aussehen, finde ich die wahnsinnig toll. Und ich habe mir die jetzt bei Vinted, mein neues Lieblingsding, mein Thing, bei Vinted für 10 Euro, für 10 Euronen erstanden. Und das war schon, das habe ich im Stream diskutiert und man hat mich beruhigt. Irgendwer hat dann gesagt, es sind keine weißen Sneakers, es sind Eierschalen. Und das ist ja was ganz anderes. So. Und auch die Form der also Chucks und keine Sneaker und so ist ja nicht das, was ich immer so verachte. Und das war mir ganz recht, dass man das so, das habe ich irgendwie auch so ein bisschen geplant, dass man mir das so einredet im Stream live, dass die ZuschauerInnen mir da so ein bisschen das so schön reden praktisch. Und es hat geklappt und seitdem kann ich das tragen mit einem guten Gewissen. So, und was ich noch gekauft habe, auch bei Vinted, sind Vans und zwar diese Klassiker, diese Schachbrett-Vans, die hat man früher getragen, als Vans aufkamen, waren das glaube ich die ersten, die man so getragen hat an Vans, diese klassischen Vans, das waren eigentlich so die Vans eine Zeit lang, diese Schachbrett-Vans und ich fand die schon immer so toll und ich finde die so, ja so, das sind halt so Klassiker und irgendwie hat es mich so zurückgetrieben zu der alten Zeit, wo ich die, ich glaube ich habe nie die Originalen getragen, die originalen Vans. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal nachgemachte Schachbrett-Vans gekauft. Oder meine Mutter oder so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich die. Ich wollte zurück zu meiner Jugend praktisch. Back to the roots. Und habe mir die gekauft. So, aber dann habe ich festgestellt, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Misere praktisch. Ich habe festgestellt, dass diese Vans mit schwarzen Socken nicht funktionieren. Und auch die eierschalenden Chucks mit schwarzen Socken nicht funktionieren. So. Und dann musste ich mir weiße Socken kaufen. Ich habe ja früher immer ganz verschiedene schwarze Socken gehabt. Also immer schwarze Socken, aber ganz verschiedene. Man musste die halt immer suchen, weil die Längen unterschiedlich waren und die Farben auch so leicht anders. Schwarz ist ja nicht nur schwarz. Ne? Es gibt ja auch so bläulich schimmernde Schwarztöne und gräulich schimmernde Schwarztöne und blau-grün schimmlich schimmernde Schwarz. Und so weiter und so fort. Das gibt's ja alles. Und da musste man die zusammensuchen. Und mein Traum war immer, eine Marke zu haben. Eine Art ich glaube, Jan Böhmermann hat das auch mal erwähnt. Jan Böhmermann hat das auch, glaube ich, mal ganz erleichternd praktisch Olli Schulz im Podcast erzählt. Habe ich zweimal Jan Böhmermann so vernuschelt. Jan Böhmermann. Ich habe Jan Böhmermann gesagt. Ich wollte eigentlich Jan Böhmermann sagen. Jan Böhmermann. Der hat das auch mal so erleichtert. Olli Schulz erklärt, dass er jetzt auch nur eine Art von schwarzen Socken hat und wenn die ein Loch haben, wenn eine Socke ein Loch hat, tja, dann wirft es einfach weg und dann hat er trotzdem noch, kann er trotzdem noch alle anderen benutzen. So. Und das habe ich jetzt auch. Ich habe schon seit ungefähr einem Jahr meine Socken gefunden und zwar die Nike-Socken. Also ganz lange Nike-Socken, schwarz. So. Sehr, 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 sehr bequem. Und haben auch bis jetzt, eine Socke hat ein Loch gehabt, ansonsten haben keine Socken Löcher gehabt. Und diese Socke habe ich mir jetzt auch in weiß gekauft, weil ich halt mit der sehr gute Erfahrung gehabt habe und habe da jetzt drei Paar weiße Socken. Ich fühlte mich ein bisschen schlecht, aber zusammen in Kombination mit den Schachbrett-Chucks. Schachbrett-Vans und Eierschalen-Chucks. Sehen die halt wirklich gut aus. Es sind da in dem Fall nicht weiße Socken, sondern einfach nur Socken, die dazu passen. So rede ich mir das auch einfach mal schön. Ich brauche nicht immer alle ZuschauerInnen dafür, mir das schön zu reden. Ich rede mir das selber mal schön. Es sind nicht einfach weiße Socken, das sind einfach nur Socken, die dazu passen. So, farblich am besten. So,
Und jetzt habe ich aber folgendes Problem gehabt. Ich habe neue Schuhe, und zwar Doc Martens. Ich habe Doc Martens, hohe Doc Martens. In vegan, schwarz-vegan, weil nicht vegan wegen der Tiere, die muss ich drüber lachen, die, wegen die Tiere. Nee, er hat die veganen Chucks, weil die diese Nuten in den Löchern, die haben, sind silbern. Und bei den normalen Chucks, bei den normalen Doc Martens in Leder sind die schwarz. Und ich wollte mit silbernen Ringnuten haben. Wird immer interessanter, also wird immer dieser Podcast, der wird immer interessanter. Auch zum Ende hin kommt noch so eine Unglaublichkeit, ne, mit der ihr alle nie gerechnet habt. Naja, und auf jeden Fall habe ich jetzt Doc Martens in also Halbschuhe praktisch. So kurze. Nee, wie heißen die? Nicht Halbschuhe? Doch, Halbschuhe, ne? Also so ganz flache Doc Martens, allerdings in Leder. Die sehen genauso aus, nur halt in Leder. Und die muss ich einlaufen. Ich bin einmal am Montag oder wann das auch immer war, oder Dienstag, keine Ahnung, lass es Mittwoch gewesen sein, nee, mit Dienstag, bin ich einmal in zwei Supermärkte gelaufen. Einer war 5 Minuten weg, einer 3 Minuten. Und ich hatte dann eine sehr rote, sehr schmerzende Stelle an der Hacke. Na. Und nächsten Tag habe ich die in der Stadt angezogen, als wir in die Stadt gefahren sind, durch die Stadt geschlendert sind. Da hatte ich die Schuhe auch wieder an und es war dann eine offene Stelle, eine offene, bares Fleisch guckte heraus. So. Und dann konnte ich natürlich, an dem Tag habe ich die weißen Socken gekauft. Ich konnte die weißen Socken nicht anziehen, weil immer die Hacke geblutet hat. So den ganzen Tag über hat meine Hacke geblutet. Ich habe bestimmt 10 Liter verloren, 20 Liter, 30 Liter, bestimmt 40 Liter verloren. Ich konnte diese weißen Socken nicht anziehen, musste die schwarzen Socken weiterhin anziehen. Und diese schwarzen Socken sind dann, als das Blut so getrocknet war praktisch, an der Wunde festgetrocknet. Das heißt, ich musste dann duschen, um das ein bisschen aufzuweichen, um dann den Socken abzukriegen, um den Socken nicht abzureißen, um diese Wunde wieder aufzureißen. Und ich habe erst gestern, und gestern war Samstag, gestern erst weiße Socken das erste Mal angehabt, weil das bis dahin geblutet hat wie ein Schwein. Wie ein Schweinchen, wie ein Schweinchen, wie Schweinchen blöd hat es geblutet. Mit dieser Wahnsinnsgeschichte, aber mit dieser auch Wahnsinns-Splatter-Geschichte, so ein halber Krimi praktisch gewesen, praktisch, sage ich jetzt mal so praktisch, mit dieser Wahnsinnsgeschichte entlasse ich euch in die neue Woche. Kommt gut rein, habt eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns diese Woche noch nicht wieder, weil ich noch nicht live bin. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Also am 10. oder wann das ist, für eine Kaschose, keine Ahnung. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche, alles Liebe. Euer Hennig Plückefüch. Arrivederci. Dieser Podcast von Henning Plückebaum. Plückebaum, der Podcast, ist eine Produktion von Produktion Plückebaum, Produktion und Kommunikation. Mehr über Henning Plückebaum gibt's im Internet. http://www.plückebaum.com